Die kleine Kirche der Heiligen Maria Magdalena liegt in der Nähe des Friedhofes von Melpignano und wurde 1661 auf den Ruinen einer vorigen Kultstätte errichtet. Der Kult der Heiligen Maria Magdalena festigte sich in diesem Ort gegen 1656, als die Bevölkerung sich während der Ausbreitung des Schwarzen Todes, die das gesamte Königreich Neapel traf, auf den Schutz der Heiligen verließ. Auf dem Hauptaltar werden außerdem die Statuen der Heiligen Lazarus und Orontius von Lecce aufbewahrt. Die Heiligen wurden von den Gläubigen um Schutz vor Epidemien wie die Pest gebeten. Noch heute bewahrt das Gebäude sein Charme und das beweist die Verehrung der Bewohner von Melpignano zur reumütigen Heiligen.